im Close-Up. Läuft? Ja, läuft. So, jetzt erzähl mal. So, hallo, wir sind hier mit unserem Fotokurs, diesmal das dritte Semester, auf dem Konzert von Miss Greenbird. Da dürfen wir heute mit unserem Fotokurs uns um das Thema Bühnen- und Konzertfotografie kümmern. Es wird auch einen Fotopass geben für die Schüler, das heißt, wir werden also mit dem Kurs in die Veranstaltung gehen, nach allen Regeln der Musikfotografie da arbeiten dürfen. Wir haben natürlich vorher schon mal über bestimmte Aspekte geredet, was man so beachten sollte, wenn es um Konzertfotografie geht. Das sind natürlich lichtstarke Objektive, vielleicht ein Einbeinstativ, lange Brennweite, kurze Brennweite, dass man sich auch auf jede Situation einlassen kann. Man sollte eine Kamera haben, die möglichst gut mit hohen ISO-Zahlen umgehen kann, weil Blitzen ist eben meistens nicht erlaubt. Das heißt, man muss die ISO hochdrehen. Wir werden also auch mit Brennweiten arbeiten, die eher lichtstärker sind, was man da auch viel an Zeit rausholen kann. Unter Umständen auch Vario-Objektive, weil man sich nicht immer so frei hin nach vorne oder hinten bewegen kann, wo man auf die Situation eher reagieren muss. Das sind natürlich die technischen Aspekte, die wir gerade so besprochen haben. Dazu kommen natürlich noch die gestalterischen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Zum einen ist es natürlich die Musik als solches. Vielleicht sollte man ein bisschen wissen, worum es da geht und wie will ich das umsetzen, was will ich da überhaupt einfangen, was erwartet einen auf dem Konzert, sei es Bühnenbild, besonderes Licht, besondere Auftritte, irgendwelche besonderen Aktionen der Musiker oder der Akteure. Man ist also auf relativ statischen Positionen und die Herausforderung ist dann natürlich, den richtigen Moment abzuwarten, eine schöne Situation einzufangen, das Licht von der Bühne besonders zu beobachten, weil das ist das, womit wir arbeiten, wo der Musiker im Gegenlicht steht oder der Scheinwerfer genau auf ihn drauf zeigt. Das sind so Momente, die muss man sich genau beobachten, anschauen, einstellen und einfangen. Wie die klassischen Regeln eigentlich bei inzwischen fast jedem Konzert lauten, die ersten drei Stücke vom Graben, dann muss man weg. Blitzen darf man meistens auch nicht, wo man auch vielleicht verstehen kann, dass die Künstler schnell genervt sind, wenn es da in der ersten Reihe ständig blitzt. Bei der Konzertfotografie, da kann man natürlich nicht einfach so hingehen und Fotos machen. Das ist inzwischen sehr reglementiert. Man muss sich also vorher schlau machen, dass man eine Akkreditierung bekommt für ein Konzert. Man muss meistens eine Begründung abliefern, warum man die Bilder machen will oder auch für wen. Im besten Fall hat man natürlich einen Auftrag über ein Magazin etc. Mit dieser Fotoakkreditierung darf man zwar in die Halle, darf auch meistens mit in die ersten, in den Graben rein. Und man muss sich halt darauf einstellen, dass man ein bisschen mit den Vorgaben des Hausherrn arbeiten muss und sich da auch als Gast bewegen muss. Weiterer Punkt, der noch wichtig sein könnte, sind oftmals Restriktionen oder Auflagen, weil bestimmte Bands zum Beispiel nicht wollen, dass man die Bilder länger als ein Jahr verwendet oder länger als die Tour oder den Album-Release. Solche Details sollte man beachten, damit es da später keinen Ärger gibt. Der Vorteil hier ist natürlich, Miss Greenbird ist eher ein etwas ruhigerer Act, das ist kein Heavy-Metal- oder Hard-Rock-Konzert und ich denke mal auch, das Bühnenbild dürfte ganz hübsch sein, insofern sind wir auf die Ergebnisse gespannt. Ja, super, ich freue mich. So. Liebes Fotografengesocks, Stichwort ist heute Abend Konzertfotografie. Das hat zum einen damit zu tun, weil wir heute Abend ein Konzert spielen und zum anderen, weil da fotografiert wird. Und bei der Konzertfotografie geht es nicht in erster Linie um den Fotografen, sondern ums Konzert. Das war eine ganz kleine Falschaussage. Man kann das nicht, ja? Ich glaube, auch Blitzen macht deswegen auch wenig Sinn, weil es ja auch darum geht, schön mit dem Licht zu arbeiten. Also eher auf Stimmung, auf Mut und so zu achten, als auf Perfektion und als auf Präzision. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Konzertfotografen müssen nicht perfekt sein. Mit dem Blitz kann man kein Licht machen, sind unwichtig. Habe ich sonst noch was vergessen? Ja, ich wollte das schöner ausspielen. Was finden die Künstler wichtig bei Konzertfotografie? Genauso wie bei dem Konzert geht es halt auch bei Konzertfotografie ganz viel um Kreativität. Also halt eben nicht zwangsläufig darum, alle Regeln perfekt umzusetzen, sondern tatsächlich, dass man schöne und einzigartige Stimmungen einfängt. Ich glaube, ein super Beispiel ist zum Beispiel das berühmte Cover von The Clash, wo der Bassist seinen Bass auf der Bühne zerschmettert. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Ich habe mal ein Interview mit der Fotografin gesehen und dieses Bild ist total zufällig entstanden. So eigentlich mehr so war mehr ein Unfall, weil sie die Kamera noch drauf gehalten hatte. Und da ist halt eins der ikonischsten Cover-Artworks daraus geworden. Und ich glaube, sowas ist einfach wichtig mitzunehmen. Wichtig ist, die
Künstler im richtigen Moment abzupassen, dass man gut aussieht. Keine ungünstigen Momente. Schlecht ist, die Künstler beim Reden zu fotografieren, weil man sagt ja mal, don't talk on pictures. Ne? Blitzen ist doof. Zum einen stört Blitzen den Künstler und zum anderen stört Blitzen aber auch das Publikum. In der Regel hat man ja eigentlich auch eine ganz ansprechende Bühnenbeleuchtung und da sollte man halt schon versuchen, eben mit dem natürlichen Kunstlicht, was die Bühne ausleuchtet, irgendwie ein gutes Bild hinzukriegen. Und man sollte auch den Doppelkinnschuss vermeiden. Also wenn man halt so, gerade bei Gitarristen sehr beliebt, wenn die so nach unten gucken, wenn die jetzt nicht so ein bisschen Restbart haben wie ich, dann wählt sich das Kinn schon mal so in einer ganz ungünstigen Art und Weise. Und da sollte man drauf achten. Besser sind so die coolen Posen mitzunehmen. So oder vielleicht auch mal so. Wobei das auch so ein bisschen stilistisch abhängig ist, was so gerade läuft. Das werden wir heute Abend ja alles zu sehen bekommen. Genau. Bei uns ist mehr so. Und so, ja. Nicht so bloßstellendes Licht. Wir wollen ja. So, ich habe die Finger schon erahnt. Alle beide quasi. Eine Serie abzuliefern, die Impression von dem Konzert zeigt. Was sie dann da nehmen, was sie darstellen wollen und zeigen wollen, wie sie es machen wollen, das bleibt jedem selber überlassen. Wir haben eben schon die ersten Schwierigkeiten feststellen können. Es ist rabenschwarz, 70 mm geht gar nicht. Wir haben 35 mm Objektive gewechselt, wir sind einfach viel zu nah dran. Und dennoch, ISO auf 6400, es rauscht, dass der Arzt kommt. Ich bin gespannt, was da für Fotos rauskommt. Trotzdem, viel Spaß. Ich bin auf jeden Fall auf die Ergebnisse gespannt. Ja, man muss es sich irgendwie auch gut gehen lassen. Ja, auch. Danke. Of course it is.